Hallo, ihr lieben Anstaltmenschen. Und zwar haben wir im Stream Black Tail gezockt. Und habe ich mir gedacht, ich mache da ein Live-Let's Play draus, weil im Oktober der andere Teil kommt. Falls es euch gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen und einen Kommentar für den Algorithmus. Vielen Dank auf jeden Fall. Für mich? Ich soll folgen. Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Wenn man mal bedenkt, wie alt das Spiel ist, ist die Grafik echt schön noch. So, wartet mal kurz. Dann noch das hier und dann so. Optionen können wir noch irgendwas machen. Steuerung, Grafik, Ton, Grafik, Anzeigemodus, Vollbild. Randlos, Fenster, wir nehmen randlos. Auflösungsskalierung machen wir auf 110. Holen wir mal alles raus hier aus der Loppe. Und let's go. Nice. Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Gayenne strotzt vor Kampfeslust. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaub an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Die Facecam bleibt an solchen netten Cutscenes dann meistens aus. Die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Derun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien. Deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder. Und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht. Von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal. Jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Also dann. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia Derun kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des, heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Ritterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Oli, hi. Guten Abend. Bereit. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. So soll es sein. Das ist auch der Grund. Na los. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier den ersten spielen. 1, 2, 3. Sehr gespannt bin 4, auf den nächsten Teil. 5. Weiter so, Amis. 6, 7, 8. Und so wurde aus Amicia eine wahre Ritterin. 9 und 10. Sieh mal eine an. Ich bin wirklich beeindruckt. Aber deine Schleuder ist... Was wissen wir, das Schleuder? Schrecklich laut. Er war ein Geschenk von dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Meine Güte, was hat er denn?
Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell! Lauf schon vor. Ich komme nach. Du bist viel schneller als ich. Leon! Warte auf mich! Leon! Ein Jagdhund darf seinem Jäger nicht davonlaufen! Leon! Wo ist der hin? Die Wälder sehen halt auch schon ziemlich nice aus so. Das sieht halt echt gut aus. Was hast du gewittert? Lieber Himmel, ein Wildschwein. Braver Hund. Ist hier. Hat er was gefunden? Psst. Sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Es trinkt. Das ist meine Chance. Oh nein, es hat mich gesehen. Scheiße. Du musst dich anschleichen. Ziel auf seinen Kopf. Ich hab doch geschlichen. Shit. Blöde Sau. Wo ist das Vieh? Vorsicht, du musst auf den Kopf zielen. Ich versuch's ja. Mosi, hi. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Dub dich ins Gras. Ja. Runter. Ja, I do this. Guter Schuss. Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Ha. Der Braten ist dir doch noch nicht serviert. Nein, nein, nein! Schnell, Leon, nicht die Spur verlieren! Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich! Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon! Ich komme, Leon! Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück! Oh nein! Meine Füße werden einsinken. So, das ist jetzt schon so die creepy Situation. Das Wildschwein. Es blutet. Schnapp dir die Sau her, let's go. Das ist jetzt hier schon wieder so eine creepy Situation. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Oh, die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Hallo, duck dich, danke. Hallo, ducken. Die Bäume. Wer war das? Leon, komm her! Das ist das Wildschwein. Aber Leon war das bestimmt nicht. Wo ist der Hund? Leon, komm her, Leon. Ich bin hier, ich komme. Oh, shit. Wer war das? Was ist das für eine Teufelei? Wir müssen weg. Sofort! Direkt die Tiere am Anfang schon abnibbeln müssen, Alter. Es hat alles so schön angefangen und dann passiert so eine Scheiße. Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Amicia. Er war ein guter Hund. Sind die Bolzen zur Verstärkung Ei. Der Tür? Ich habe sie noch nicht fertig. Das arme Tier. Die englischen Truppen. Das arme Tier. Ich lasse die Subs aus, übrigens. Ich lasse die Subs aus für. Also,
Dass ihr seht, die Submenge, die fehlt, das ist, lasse ich aus. Denn das passt jetzt hier nicht rein. Unterwegs sind. Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Oh, die Mademoiselle Amicia, wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Beschütze uns vor dem Bösen, schenke uns ewige Gesundheit und halte die Pest von uns fern. Nicht richtig? Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Ach, Gabriel, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Aber schön hier. Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Louise, warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall, ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrig... Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es ist wahr, Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst! Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht Schließ hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Ich würde ja schon jetzt gerne rauslunsen, was hier passiert, aber ich glaube, ich darf das nicht. Ich soll ja alles geschlossen lassen. Oh, die Tür ist zu, natürlich. Natürlich schließen wir Türen zu. Kann man hier? Wie lange ist er schon hier? 4 Jahre? Mama. 5? Mama? Wo ist er? Hugo? Mama, bist du da? Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo? Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon! Hat er gesungen? Nein, Senor Nicolas. Er hat 2 Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Durchsucht das Haus. Ist es Mama? Was du musst ist denn? Den Jungen jetzt rufen. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wo haben sie ihn versteckt? Los, jetzt! Wo ist Mama? Shh. Wo zum Glück ist er? Bleib unten. Hugo, ich bin's, Gabriel. Komm schnell her.
Hey du, was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine? Lasst ihn in Ruhe. Halt die Klappe. Er gehört der Inquisition. Er ist doch nur ein Kind. Habt ihr den das abgeben sollen? War es wirklich so schwer? Oh nein. Leer. Hört auf. Kommt doch ein. Die stechen alle hier ab. Nein. Ich flehe euch an. Viggo ist nicht hier. Hey du. Nein. Komm schon. Ich sag es nicht noch einmal. Halt. Wo ist Viggo? Alter Schwede. Amicia, was ist hier los? Mutter. Ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Oh mein Gott. Luis. Macht es dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Ui. Bitte. Okay. Alter, eigentlich aber. Wir müssen weiter. Keine Sorge. Nicht hinsehen. Wir dienen einer höheren Macht. Holy Scheiße. Nein. Nein, Amicia. Wir müssen weitergehen. Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu. Das ist deine letzte Chance. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herrin weißt. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Meine Beatrice ist ein guter Mensch. Gut, wir müssen weiter. Bring das jetzt in. Alter. Wen haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Oh, Kinder. Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Oi, oi, oi. Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise, ja? Ja. Ja. Wachen, versperrt die Sie Augen. Sind überall. Niemand Vertraut mir. Raus. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Wartet. Mama. Shh. Also, ob das funktioniert mit dem Gras. Hey, ich hab noch einen. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich habe ihm oft welche gebracht. Blumen? Mehr hast du nicht zu bieten? Ergreift ihn. Stell hat geklappt. Erzählt, was Psst, versteckt euch. Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach wirklich? Du zuerst. Hui. Hör zu. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später Jetzt. Wieder. Und du? Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastarde! Oh, Feiglinge! Ach, hör auf! Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm! Ich helfe dir hoch! In Ordnung! Na, Vorsicht beim Runterklettern! Aber ja! Ruhm, Freund der Inquisition, ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Los. Sag uns. Vorsicht! Sie sehen uns! Wir müssen hier weg, wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann's ohne Schleuder versuchen. Nein, Amicia. Deine Schleuder wird uns verraten. Du hast recht. Dieses Geräusch. Gut, gehen wir. Von da drüben. Eieiei, jetzt musst du auch wechseln zwischen Schleuder und Steinen. Au, mein Kopf. Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senior Nicolas ist ihm schon. Gehen wir. Komme gleich wieder. Sei vorsichtig, man weiß ja nie. Oi.
nicht weiter. Mutter, wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Tabulator. Na, Topf. Mann, ich weiß. Dieses Geräusch. Das sehe ich mir besser an. Los jetzt. Blut alles noch. Oh nein, nein, nein. Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Namen, du Max. Bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriechst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Wartet mal kurz.